Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Oh, wie ihr es wahrscheinlich im Hintergrund schon sehen könnt, geht es mir heute nicht um die Kiara, sondern um den König Ludwig nochmal in der Hauptrolle quasi, wenn man es so sehen möchte. Und genau, er hat nämlich jetzt eine überarbeitete zweite Burg, die ich ja auf meinem oder mit meinem neuesten Wissensstand gebaut habe. Ich habe mit sehr vielen Leuten, na gut, eigentlich waren es drei insgesamt, gesprochen, wie das so ausschaut mit AIVs, AIC, und da würde ich einfach mal sagen, ich schnack jetzt hier nicht so lange rum, denn heute treffen der König Ludwig mit dem Saladin gegen den Wolf und den Inquisitor aufeinander. Ein ja relativ eindeutiges Match, denke ich, wenn vor allem Inquisitor und Wolf mit bösen, also ne, negativen Angstfaktor kämpfen quasi und König Ludwig und Saladin mit positiven, obwohl der Saladin jetzt nicht wirklich positiven Angstfaktor hat, aber ich denke, das passt, denke ich, ganz gut zusammen. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen hier rein, starten mit 4000 Jolt auf Crossways und ja, sehen uns in-game wieder. Magic. So, ich lasse es jetzt einfach mal ein wenig schneller laufen, weil ja alle KIs hier in dem Matchup quasi sehr, sehr träge sind. Und ja, man kennt ja eigentlich die Build Order von Inquisitor, Wolf und Saladin quasi schon mehr als auswendig, so rum natürlich, ne? Und deswegen, ja, gucken wir uns hier einfach mal den König Ludwig mit der Burg 2 an. Ich habe vor allem darauf geachtet, dass ich die ganzen Anzahl oder die ganze Anzahl von Türmen quasi mit der, ja, mit der Art von Türmen quasi beibehalte, denn die ursprüngliche Burg war ja noch vom Crusader Pilaf. Er hat sie mir ja mal erstellt, weil, ja, einfach um mir, glaube ich, was zu zeigen, hoffe ich doch mal, wie es denn so laufen kann. Und ja, das war aber die letzte Burg, die mehr oder weniger symmetrisch war, und jetzt habe ich ihm halt die Burg 2 nochmal komplett überarbeitet, dass sie halt auch mit in das, ja, in das AIV-Pack oder in das Burgen-Pack vom König Ludwig reinpasst, weil eine symmetrische oder halbwegs symmetrische Burg und alle anderen sind halt unsymmetrisch, sah halt in meinen Augen nicht sehr schön aus. Jetzt können wir uns mal die Burg hier ein bisschen angucken. Auf dem Schlachtfeld passiert ja im Early Game ja eh nichts, und deswegen, ja, ne? Ich habe hier versucht, ich hatte nämlich ein sehr interessantes Gespräch mit Tobi und Nevikov, und die haben mir gesagt, wie ich hier am besten die AIV platzieren soll, damit das ja erstens schön aussieht, zweitens die gegnerischen KIs jetzt nicht unbedingt ihren Angriff komplett wasten, da, weil die Angriffstruppen nirgendwo knabbern können und so weiter und so fort. Vorher hatte ich ja immer das so gemacht, dass die ganzen Gebäude, also hier die Außenwirtschaftsgebäude quasi, an die Mauer rangeklatscht wurden, und ja, na, somit nimmt das die Angriffsstellen für angreifende Truppen weg, und das wollen wir ja natürlich nicht, denn es soll ja ein ordentlicher KI-Kampf sein. Ja, die Build-Order, wann er wann welche Türme baut, das muss ich noch ein bisschen lernen. Na, da fehlt mir einfach noch so ein bisschen die Erfahrung. Da können Leute wie Pilaf oder Nevikov da schon aus ihrem vollen Erfahrungsschatz, denke ich, schöpfen, weil sie einfach schon mehr KIs gebaut haben. Und ich stehe ja noch quasi komplett am Anfang. Genau, ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, ob man hier vielleicht die 8, also es sind ja 8 kleine Türme, Tower 2 Türme, dass man die hier auch ein bisschen so in die
Innenburg quasi baut. Also sind ja hier nicht mit dem eigentlichen Wall hier verbunden, sondern nur hier mit so einer Treppe, damit die Verteidiger da hochgehen. Der, was ist das? Ach, Inquisitor geht gerade hier auf Saladin. Und Saladin rückt geradeaus. Ja, na klar. Aber ich denke, das sollte hier noch abwehrbar sein. Denn Saladin ist ja jetzt nicht keine schwache KI. Schwertkämpfer? Hey, Schwertkämpfer kommt zwar bis ins Innere der Burg, dank des Belagerungsturms. Und Wolf baut hier seine kleinste Burg mit den ganz vielen Stellen auf, okay. Ja, und deswegen denke ich, passt sie jetzt einfach mehr in die Burgreihenfolge rein und ist nicht mehr ganz so komplett anders, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, dann hatte ich auch noch gestern ein ja doch intensives Gespräch mit dem guten Xander. Der hat mir da auch noch ein paar Tipps gegeben wegen der AEC. Und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes und sehr schönes Gespräch auf jeden Fall. Ging ja auch 3 Stunden, weil ich 3 Stunden einfach für die AIV gebaut oder gebraucht habe, so rum. AIVs bauen, das ist eine langwierige Sache für sich, die einfach sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich denke, also Nevikov, Tobi, ne? Hier, ich habe euren Rat berücksichtigt und habe auch die Wirtschaft etwas oder etwas mehr nach außen verfrachtet, damit einfach die Burg noch ein wenig belebter ausschaut. Ne? Das war ja damals im Mittelalter, denke ich, auch so. Was heißt denke ich, es war so, dass auch Leute außerhalb der Burg gearbeitet haben. Entweder irgendwelche ja, Schmieden oder es standen auch Wohnhäuser drauf, draußen quasi. Und dass da halt auch ein wenig Leben draußen stattfindet. Bei den anderen KIs sieht man es ja auch, dass die hier ja, Außenwirtschaft haben. Und das wollte ich dem König Ludwig jetzt auch geben. Und ja, ne? Genau. Hab auch drauf geachtet, dass es keine Todeszonen gibt. Zumindest hoffe ich das. Ja, hier Wolf kommt schon wieder raus. Ich meine, die ersten paar Angriffe, wir haben es jetzt 1193, können ja wieder hochgehen. Die werden halt einfach noch nichts machen. Ne? Also sind halt alles Stufe 4 KIs, die in der Verteidigung sehr gut sind. Gut, hier kommt gerade ein Doppelangriff vom Inquisitor und vom Wolfi vor oder angerückt gegen den König Ludwig. Zumindest sind ja die beiden hier von ihrer Target Choice so gebalanced quasi, dass sie auf unterschiedliche KIs gehen können, also entweder auf Saladin oder König Ludwig, weil sie ja beide balanced in der Target Choice hat, ne? Genau, wenn man es jetzt mal so sieht. Und König Ludwig und Saladin gehen ja beide auf Closest. Und ich denke, dadurch, dass die ganzen Keeps hier, also es ist die einzige Schlussfolgerung, die ich habe, weil Saladin und König Ludwig gehen beide auf den Wolf. Somit sind die Keeps in meinen Gedanken so weit auseinander, dass sie ja die gleiche Entfernung haben zueinander. Und die beiden dann auf die spätere Farbe gehen. Und das ist in dem Fall ganz klar der Wolf, weil der Inquisitor mit Rot ja an erster Stelle steht. Und deswegen, ja, ne, ist es natürlich dann eine etwas andere Angelegenheit. Genau. So. Ob der hier jetzt schon etwas weiter durchkommt, ich denke schon. Die Schwertkämpfer sind hier auf jeden Fall schon stark am Drücker, aber sind natürlich noch lange nicht genug, um da irgendwie dem Wolf gefährlich zu werden. Zumal es wahrscheinlich... Oh, hier Saladin rückt gerade in den Angriff vom Inquisitor aus. Und ja, verheizt so ein bisschen seine Horse Archer, aber... Naja, gut. So ist es nun mal.
Saladin cleart aber hier zum größten oder zum großen Teil den Angriffspakt vom Inquisitor. Oder war. Hä? Nee. Hat Inquisitor gar nicht angegriffen? Ach nee, das war glaube ich der Wolf, oder? Der gerade angegriffen hat. Ups. Weil Inquisitor greift jetzt erst an. Und er hat ja auch Mönche in seiner Hauptarmee. Da habe ich gerade, glaube ich, komplett falsch geschaut. Und ja, er kommt hier auf jeden Fall schon sehr gut ran an den Saladin. Aber ja, natürlich fehlt da auch noch ein wenig Power in dem Angriff. Ist er auch gerade mal 1200, deswegen können wir da, glaube ich, auf die maximalste Geschwindigkeit gehen. Denn, ja, na, es passiert ja eigentlich nichts. So, dann habt ihr es vielleicht schon gemerkt oder vielleicht auch noch nicht. Es sollte jetzt keine Störungen mehr von meinem Desktop geben. Der gute Xander, vielen Dank auf jeden Fall dafür, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, hat mir ein kleines Programm empfohlen quasi geschickt, wie auch immer, wie man es sich nennen oder zusammenreihen möchte, dass es verhindert, dass der Desktop hier im Hintergrund reinflackert. Na, also dieser ganze Ärgernis zwischen dem Desktop und mir ist jetzt der Vergangenheit angesagt quasi. Oder sagt man das so? Ja, ist auch egal. Und deswegen habe ich da jetzt keine Probleme mehr und es sieht vor allem auch für euch besser aus, ne? Weil wenn da immer mein Desktop im Hintergrund reinflackert, entweder hier die Taskleiste oder hier diese ganze Hälfte hier, die da immer reingeflackert ist, das sah ja auch einfach doof aus, ne? Und ja, das wollte ich auf jeden Fall weghaben und somit ist es jetzt auch weg. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim Xander. Schaut da auf jeden Fall auch mal bei ihm vorbei. Er macht da auch ja, KI-Kämpfe und spielt auch den Kreuzzugmarsch jetzt als, ich weiß nicht, ob das remastered ist oder auf jeden Fall solche Kreuzzugmarsch-Missionen. Oh, hier, der Wolf und Inquisitor kommen angerannt und der Saladin rückt aus. Saladin, was machst du für einen Mist? Jetzt kommt hier der Belagerungsturm. Eieiei, legt an und genau an der, ich denke, empfindlichen Stelle, weil hier der Weg zum Keep ist da ja gar nicht mal so weit. Oha, Feuerwerfer sind hier am Start. Saladin zieht sich zurück. König Ludwig bolzt hier mit drauf, aber dem Belagerungsturm geht es hier noch ordentlich gut. Und der Inquisitor kommt natürlich noch vor. Feuerwerfer, ja, retten ihn vielleicht so ein bisschen die Haut. Oder, ja, Schwertkämpfer kommen schon auf den Keep. Wo steht er? Er steht relativ weit hinten. Oha, aber ich glaube, das reicht nicht mehr, oder? Doch, der Belagerungsturm ist tot. Der Belagerungsturm wurde zerstört, eieiei. Ja, ich habe das auch jetzt mal reingenommen, dass die KIs nicht mehr ihre gesamte Wirtschaft abreißen. Jetzt ist hier offen, haben sie sich, glaube ich, durchgeknabbert. Eieiei, Saladin hier ganz schön angeknackst vom Leben her. Hat er einen Heiler hier. Ich glaube, Saladin hat keinen Heiler. Dafür hat König Ludwig gleich zwei Heiler. Aber ja, er muss sich ja zum Glück nicht hochheilen. Bei der Burg ist es natürlich ein wenig, man sieht's hier, ein wenig sparsam mit der Nahrung, weil einfach in der Burg die volle, ja, Angstfaktor in Kraft tritt. Oh, und Saladin geht's hier echt gar nicht gut. Hier kommen Ritter rein, kriegen aber zum Glück nicht den Kornspeicher. Sonst sieht es wahrscheinlich ein wenig schlecht aus für den Saladin. Naja, ja, und König Ludwig hier mit seinem vollen positiven Angstfaktor
hat natürlich dann auch ein wenig weniger Nahrung im Kornspeicher, weil die ganzen Arbeiter ja etwas mehr Pause machen. Aber ja, er kann ja mit plus 5 dann trotzdem ein paar Steuern nehmen. Ich glaube, bis maximal minus 6 nimmt er. Oder minus 4, ich weiß es gerade gar nicht, aber ich glaube nicht bis auf minus 8, was ja seine maximale Steuerstufe ist. Ja, hier der Angriff vom König Ludwig hat natürlich jetzt schon ordentlich Schwertkämpfermassen am Start, die natürlich auch mit 5 Pluspunkten vom Angstfaktor her sehr gut austeilen können. Aber gegen Feuer ist es natürlich gar nicht mal so hilfreich, da pure Schwertkämpfermassen hinzuschicken. Die Burg ist jetzt nicht ganz so schwer, denke ich, zu knacken vom Wolf. Er hat ja auch gerade angegriffen. Jetzt ist hier der Durchbruch. Und hier oben war auch nochmal kurz der Durchbruch. Aber ja, es sind auf jeden Fall noch wenige oder zu wenige Schwertis am Start, um den Wolf da ordentlich zu knacken. Und ja, deswegen denke ich, ist es hier auf jeden Fall nochmal gut gegangen für den Wolf. Aber wenn er nochmal so einen Angriff tank und vielleicht gerade nicht im Ausbilden war, weil er hat ja hier schon Truppen ausgebildet, Angriffstruppen, dann sieht es schlecht aus im Spechthaus für den Jungen. Genau. Ja. So. Ich weiß gar nicht, wo ich war mit meinem Gequatsche vor dem Angriff von den beiden hier. Ich hab kompletten Faden verloren. Aber gut, so ist es nun mal, ne? Übrigens hier, das ist sehr knapp hier gewesen mit der riesigen Burg vom Inquisitor, dass er den Wolf hier nicht seine Belagerungsgilde quasi komplett einheimst, dass er die nicht bauen kann. Also wenn hier Wolf, glaube ich, eine größere Burg gewählt hätte, dann hätten die sich, glaube ich, ineinander gebaut. Aber naja, gut, ich hoffe, dass es nicht passieren wird, weil ich vielleicht noch ein kleines zweites Match machen werde. Aber da muss ich erstmal schauen, wie lang der Kampf hier läuft. Und ja. Ja, ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Burg hier findet. Mit der Außenwirtschaft, mit den Türmen hier, mit diesem kleinen Arm hier. König Ludwig hat ja hier in jeder Burg so einen kleinen Arm, der entweder hier so rausgeht. In dem Fall geht er jetzt hier so raus. Da ist es nur so ein kleines Stummelchen quasi an der Seite. Und ja, Inquisitor kommt jetzt an. Natürlich ohne den Wolf, weil Wolf hatte ja erstmal den Angriff vom König Ludwig tanken müssen. Hat dadurch auch Angriffstruppen eingebüßt. Und ja, alter Falter. Das sind ordentlich Massen vom Inquisitor. Der hat da auf jeden Fall schon eine sehr starke ausschlaggebende Kraft. Der Turm wurde gerade hier nachgebaut vom Saladin. Okay, es leckt auch ein bisschen von dem Angriff hier wegen den ganzen Truppen. Ich weiß gar nicht, wie viele Truppen der König Ludwig hat. Ach, der hat weniger Truppen als Saladin. Okay. Ja gut, König Ludwig ist natürlich dann in seinem Rekrutierungsintervall auch ein wenig gehemmt, weil er ja auch einfach den Arbeitern quasi... ich dachte gerade, jetzt rückt hier schon wieder Saladin aus. Aber nee, ist er noch gar nicht. Aber dass er vor allem auch den Arbeitern quasi seine Pause oder ihre Pause geben möchte. Deswegen hat er auch nicht so ein schnelles Rekrutierungsintervall. In dem Sinne, ja, konnte er auf jeden Fall besser abwehren. Natürlich, weil auch seine Angriffsarmee zu Hause war. Hat natürlich fast über 200 Truppen, darunter auch ein paar Verteidigern, eingebüßt und ist natürlich jetzt wieder ein wenig zurückgeworfen.
Inquisitor einfach mit 13.000 Gold. Eieieiei. Das ist ein Heini. Somit dann, ja, der Wolf vor dem König Ludwig. Aber König Ludwig sollte, denke ich, bald wieder angreifen. Hoffe ich doch, dass er vielleicht greift Wolf an. Und in dem Moment rückt der König Ludwig aus und kann ihn somit auskontern. Das möchte ich jetzt gerne nochmal sehen. Ansonsten würde ich ja dann liebend gerne wieder in den Zeitraffer gehen. Und damit es auf jeden Fall nicht so lange dauert. Ich denke, es sollte auf jeden Fall nicht so lang dauern wie zwischen dem Spiel von Chiara und König Ludwig. Deswegen hoffe ich, bin ich einfach mal guter Dinge, dass es hier ja nicht wieder so eine ewig lange Aufnahme wird. Wo es heute nicht so schlimm ist, weil heute muss ich nicht arbeiten. Deswegen habe ich eigentlich heute von mir aus den ganzen Tag Zeit. Jetzt sehe ich auch mal die Taskleiste, also kann auch mal die Uhr erblicken. Muss nicht dauernd aufs Handy gucken, wie spät es ist, weil ich die ja nicht mehr ausblenden muss. Ach, ich finde das Programm einfach so, so hübsch, dass das einfach dieses Flackern von dem hässlichen Desktop verhindert. Also finde ich wirklich, wirklich eine sehr schöne Ergänzung quasi. Ja, Wolf rückt aus. Und wann kommt hier König Ludwig? Braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Wolf hat auf jeden Fall noch nicht so viele Schwertis wie der Inquisitor. Aber ja, auf jeden Fall auch nicht ohne. Hier gibt es Angriffsgeschrei, aber ja, Saladin kommt hier irgendwie nicht mehr so richtig aus dem Knick. Steht die ganze Zeit unter Druck und kann hier einfach nicht so wirklich wirtschaften bei den ganzen Angriffen hier. Ja, ein paar vereinzelte Schwertis laufen auch hier hinter. Ich weiß gar nicht, was hier Saladin hier hinten hat. Ach, eine Pechgrube. Ja gut, ne? Wenn man eine Pechgrube angreift, dann soll man das auch machen dürfen. So, jetzt müsste König Ludwig rauskommen, um einfach den Wolf quasi schön auszukontern. Ich weiß gar nicht. Er sammelt, glaube ich, etwas mehr als 500 Truppen an. Zwei fehlen da jetzt noch. Aber... Oh, und Inquisitor... Eieiei, Inquisitor kommt jetzt auch gleich mit raus. Und der Belagerungsturm ist ja wieder am Start. Mit 254 Truppen hat er gerade mal noch. Und hier hinten ist offen. Eieiei. Eine Nachricht von Saladin. Diese Situation scheint wirklich... König Ludwig, helf doch mal deinen Kumpanen. Hallo. Oh, das sieht, glaube ich, gar nicht gut aus. Ja, das ist das Ende für den... Saladin. In der Schlacht. Doch seid ihr auch gerecht. Ich ergebe mich eurer Gnade. Was macht denn König Ludwig, Mensch? Er greift einfach nicht an. Oh Mann. Die Ketzer in diesen Ländern wird kein Schuldgeständnis retten. Ich werde ihnen kein Büßerkreuz vergönnen. Und nicht eher ruhen, als dass auch die letzte verlorene Seele dem Feuertod übergeben wurde. Toll, jetzt greift König Ludwig an und... Wolf hat hier einfach schon wieder 350 Truppen. Ich weiß ja nicht, ob das was bringen wird, aber ich denke nicht. Aber ich lasse mich gerne überraschen, wenn das hier... Oh, oh! Aha, Wolf macht also die Blutgräfin und kommt raus, weil er, glaube ich, den König Ludwig jetzt als schwach einschätzt. Ja, und König Ludwig wastet hier seine ganzen Angriffstruppen. Warum kommt jetzt der Wolf raus? Eieiei. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er jetzt rauskommt. Aber der Angriff vom König Ludwig ist auch einfach ins Leere gelaufen. Weil er auch einfach nichts Wirkliches gemacht hat. Ist ja hier einmal drumherum gelaufen. Die ganzen Schwertkämpfer haben sich quasi schön von beiden KIs hier ab... knallen lassen und ja, dann ist natürlich sehr schnell das Ende erreicht zwischen den
lebenden Schwertkämpfern und den toten Schwertkämpfern, ne? Ist klar. So. Dann sollte jetzt auch bald hier wieder der Inquisitor rauskommen. Und ich denke, spätestens, wenn Wolf und Inquisitor beide wieder gleichzeitig angreifen, einen Doppelangriff fahren, dann ist ja auch Schluss mit dem König Ludwig. Er hat natürlich den Vorteil, dass er einfach seine Hauptarmee, beziehungsweise ja doch seine Hauptarmee mit positivem Angstfaktor hat, dass er ja dann trotzdem sehr gut tanken kann. Hat man ja gegen die Chiara gesehen, aber der Belagerungsturm legt hier natürlich sehr, sehr schön an. Eine Nachricht vom König und Ludwig. Eieiei. Ja, ganzen Schwertis kommen vorgelatscht. Schnitzen natürlich alles weg. Können sich natürlich sehr gut knubbeln, aber der wirtschaftliche Schaden ist natürlich da. Und der Inquisitor setzt sich sogar durch. Eieiei. Ach, Manu. Das ist natürlich ja jetzt ein wenig kontraproduktiv, ne? Kriegt er ihn auch gekillt? Ja, er kriegt ihn auch gekillt. Ich weiß gar nicht, wo. Ach, hier hinten steht er. Ne, er kriegt ihn nicht gekillt. Hä, was machen die? Was machen denn die? Okay, die restlichen Mönche und Schwertis haben sich hier einfach an den Bauern aufgehalten. Und ja, Warnblinker sind natürlich jetzt am Start. Wirtschaft steht noch. Muss jetzt nur noch neu besetzt werden, aber Außenwirtschaft ist natürlich hier alles weggeradet worden vom Wolf, der mit seinen, ja, sehr starken Raid-Truppen, mit den Rittern hier auf jeden Fall sehr stark unterwegs. Auf jeden Fall, denke ich, ist es hier eine klare Sache zwischen den beiden hier oder zwischen den beiden Teams. Denn Inquisitor und Wolf haben jetzt, glaube ich, beide, ja, gleichzeitig viel Truppen und rücken, denke ich, jetzt gleichzeitig zum Angriff aus. Obwohl, glaube ich, der Wolf ein wenig schneller oder eher ausrücken müsste als Inquisitor, weil er ja jetzt nicht so eine große Angriffsarmee aufgestellt hatte im Laufe des Spiels, aber Inquisitor hat halt einfach rasiert, ne? Also, der ist halt einfach ein Rasierer vor dem Herren und macht hier einfach den Saladin lang. Naja, gut. Ist vielleicht auch ein wenig, ja, weiß ich nicht. Das hier, Saladin ist ja ein arabischer Lord und arabische Truppen haben zwar mit der New Balance vom Nevikov noch einen kleinen oder schon einen kleinen Buff bekommen, aber ja, ich denke, bei den Massen von Schwertis, von europäischen Schwertis, sind dann die arabischen Schwertkämpfer dann trotzdem dem Untergang geweiht und somit war es dann, denke ich, einfach klar, dass Saladin mit, also vor allem gegen so eine Streitmacht, irgendwann einknicken wird. Ich denke, wären die beiden hier öfters auf den König Ludwig gegangen, dann hätte das anders ausgesehen. Dann hätte vielleicht auch Saladin mit seinen Horse Archern hier den Wolf oder den Inquisitor, naja, eher den Wolf wegen der Farbe, dann räumen können. Ja, Inquisitor baut seine Belagerungsgeräte etwas sehr putzig aus, auf, so rum. Oh, hier, da kommt er, der Übeltäter. Der Übeltäter kommt wieder vor. Und, wo legt er an? Wieder an der Stelle? Wieder an der Stelle. Ja, das funktioniert auf jeden Fall bei der Burg besser. Ich habe mich auch so ein bisschen davon hinreißen lassen, dass ich wie der König Ludwig, ach, wie der König Ludwig, ja, na klar, wie der Crusader Pilaf hier, eine die Nachricht vom König Ludwig. Meine treuen Soldaten, steht mir bei. Ach du Scheiße. Dass ich die Türme nur hintenrum einmauere, zumindest die an der Front, damit dann auch die angreifenden Truppen etwas mehr, ja, Angriffsfläche haben zum Knabbern und damit halt die Türme nicht ganz so viel tanken. Ja, König Ludwig hat hier gerade mal 90 Truppen, 30 Truppen konnte er noch ausbilden. Hier hinten steht er. Inquisitor einfach hier, der Matchwinner in dem Match. Und jetzt fällt er, genau.
Ich knie nun vor euch. Bitte verschont aber mein Volk. Ja, Inquisitor krallt sich einfach beide Kills. Eine Nachricht vom Inquisitor. Die Ketzer in diesen Ländern wird kein Schuldgeständnis retten. Ich werde ihnen kein Büßerkreuz vergönnen. Und nicht eher ruhen, als dass auch die letzte verlorene Seele dem Feuertod übergeben wurde. Schön, wie er hier noch im Hintergrund seine Nachricht spricht, wenn man hier schon die Auswertung sich angucken kann. Ja, Inquisitor, 5000 Truppen, 2000 mehr als der Wolf. Saladin und König Ludwig haben hier gleich viele Truppen. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, König Ludwig hat mehr Truppen als Saladin ausgebildet. 252.000 Gold, König Ludwig dann am wenigsten Gold. Gut, hier mit vollem positiven Angstfaktor. 143 Gebäude hat der Wolfi hier eingerissen. Ja, gut, dann würde ich das hier einfach mal tauschen. Ich werde jetzt auch die anderen Burgen vom König Ludwig noch aktivieren, sodass er alle 8 Burgen quasi wieder hat. Und dann werden wir einfach noch ein kleines Rückmatch machen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also jetzt mit allen 8 Burgen, die er jetzt bauen kann, kann er also selber entscheiden, welche Burg er bauen möchte. Vielleicht auch die Raid-Burg mit seinen Rittern, die Burg 8. Wir werden sehen. Hier unten, wie gesagt, Inquisitor und Wolf getauscht. Wir gehen rein. Gehen hier mit der Geschwindigkeit wieder nauf, nur damit es hier einfach schneller läuft. Mir schmeidig wie eine Baumnatter. Der ganze Bums. Ich hoffe, dass die beiden sich hier jetzt nicht komplett zubauen, wenn sie jetzt, ja, der Wolf baut auf jeden Fall eine andere Burg als in der letzten Schlacht quasi und in dem letzten Match. Und König Ludwig baut einfach trotzdem seine Burg 2. Eieiei. Na gut, alles da. Dann baut er halt nochmal Burg 2. Obwohl er ja eigentlich 8 Burgen zur Verfügung hat. Aber naja, gut. Wenn er halt möchte, dann soll er es tun. Wolf auf jeden Fall jetzt mit einer etwas anderen Burg. Vielleicht, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so einen großen Unterschied macht. Weil er hat ja jetzt in dem letzten Spiel, hat ja zwar ganz gut geradet mit seinen Rittern quasi, aber es war jetzt, denke ich, jetzt nicht so ein ausschlaggebender Punkt, dass er jetzt, ja, so ein, oder dass die KIs hier drüben eingeknickt sind, weil sie geradet wurden und deswegen, ja, ja, aber naja, gut, wir werden sehen, wir werden sehen. Saladin, glaube ich, auch mit derselben Burg. Hier mit dem Kreis und dann hier mit der Anlegestelle von dem Belagerungsturm. Ja, Belagerungsturm rückt wieder vor, diesmal auf den König Ludwig. Vielleicht geht ja jetzt öfters mal der Inquisitor auf den König Ludwig, sodass Saladin ein wenig Luft bekommt zum Atmen. Ja, die ersten Angriffe vom Saladin machen natürlich wieder rein gar nichts. Ne? Das ist natürlich klar, dass die ersten Angriffe wieder sehr verpuffend wirken von beiden KIs. Ich denke, ich werde jetzt nicht so lange warten, bis der erste Zeitraffer ja, kommt. Denn in dem letzten Match habe ich ja gar keinen gesetzt. Na? So ist es nun mal. Und ich hoffe einfach, dass jetzt hier Saladin ein wenig mehr machen kann als im letzten Match, damit er vielleicht auch mal mit seinen Horse Archern, mit den Massen quasi hier den Wolf räumen kann, mit seinen Angriffstruppen dann quasi den vorklopfen kann und dann der König Ludwig hier mit seinen, ja, mit seinen Schwertkämpfern den Rest geben kann. Ansonsten, ja, denke ich, dass die beiden hier wieder mit etwas schlechteren Chancen dastehen. Aber ja, hier das ganze Feuer hier hilft natürlich nicht dem Saladin. Aber gut, dann ist es halt so. Nur, dann ist es so. Genau, auf jeden Fall
Wollte ich noch dazu sagen, auch schon im letzten Match, das hatte ich jetzt ein wenig vergessen, dass jetzt die Kiara erst im nächsten Video kommt, denn im nächsten Video werde ich hoffentlich schon das neue Intro haben. Ich möchte mir ja ein neues Intro basteln, hatte ich ja in dem Entscheidungskampf-Video, wie auch immer, zwischen Kiara und König Ludwig, hatte ich das ja ganz am Anfang mal gesagt, dass ich einfach mal ein neues Intro brauche, weil das andere, ja, ist zwar praktisch und ist vor allem kurz, dass man das jetzt nicht irgendwie groß überspringen möchte, die 6 Sekunden, aber ja, na, es... Ich habe mir schon ein paar Sachen überlegt, wie ich das denn gerne machen möchte. Und deswegen will ich da einfach ein wenig rumprobieren. Oh, hier. Quasi ein, ja, halbwegs Doppelangriff von den beiden. Obwohl der König Ludwig hier seine ganzen Belagerungsgeräte schon wieder eingebüßt hatte. Aber die Schwertkämpfer sind natürlich noch am Start. Die können trotzdem noch ein wenig Schaden austeilen. Und somit dann den ganzen Angriffstruppen von Saladin, die ja jetzt auch schon wieder tot sind, ein wenig helfen. Naja gut, dann würde ich erstmal sagen, wir gehen hier in den Zeitraffer rein. Und wir sehen uns bei, oder ne, nö, doch nicht. Gucken uns hier jetzt noch den nächsten Angriff vom Inquisitor an. Und danach, denke ich, können wir hier in einen Zeitraffer reingehen. Auch wenn er nicht lang sein wird, aber können ja wenigstens ein wenig die Zeit beschleunigen, dass es nicht ganz so lang wird, so langwierig wird und ich auch nicht so viel reden muss. Wolf kommt auch gleich mit raus. Saladin, wie viele Truppen hast du? Knapp 300. Sollte also noch tankbar sein. Tankbar? Das klingt auch ein bisschen butsch, das Wort tankbar. Naja gut, ja, das sollte, wie gesagt, noch halbwegs human sein, der Angriff. Gut, der Angriff ist jetzt hier quasi, der läuft zwar jetzt hier noch ein bisschen, aber ich würde sagen, wir starten hier in den Zeithafer rein und wir sehen uns beim nächsten Angriff, je nachdem, wann ich denke, das ist jetzt hier angemessen, wieder. Da bin ich wieder. Hallo. Nämlich zu einem neuen Doppelangriff vom König Ludwig und dem Saladin. Diesmal greifen die sehr schön zusammen an. Gut, die ganzen Sperrkämpfer hier sind natürlich schön im Pfeilhagel gestorben. Aber, ja, hier stehen ein paar Triebocke, aber nicht sehr viele. Schwertkämpfer rücken vor und... Der Wolf? Was? Warum schickt er hier... Will gerade Wolf hier ausrücken? Nee, okay. Alles klar. Nee, ich dachte gerade, Wolf rückt aus. Doch, er will gerade ausrücken. Da habe ich das richtig gesehen, dass er seine Baumeister hier komplett in den Tod geschickt hatte. Aber... Vom Wolf. So viel muss man euch zugestehen. Ihr kämpft besser als euer Vater. Weiß nicht, ob man sich da jetzt schon bedroht fühlen muss, weil die Angriffsarmee vom König Ludwig ist quasi hinüber und der Inquisitor rückt jetzt schon gegen den Saladin aus und der hat gerade erst angegriffen, hat gerade mal 212 Truppen. Diese Situation scheint wirklich bedenklich. Eine Planänderung könnte vonnöten sein. Fühlt sich auch bedroht. Aber ja, kriegt sich dennoch ganz gut verteidigt noch. Und der Angriff vom Wolf ist quasi, ja, oder hat quasi nicht stattgefunden. Er hat auch keinen Gold ansammeln können. Muss also quasi jetzt aus dem Leeren schöpfen. Hat seine komplette Armee. Oh, warte mal. Die Burg. Ah, guck mal. Da berühren sie sich. Aber die beiden können sich hier ganz gut aufbauen.
Hier fehlt nur eine Holzfällerhütte, aber ich glaube, die wurde einfach abgerissen, weil die ja nicht mehr notwendig ist. Ansonsten funktionieren ja beide echt gut. Also berühren sich ganz sachte und ganz zärtlich. Gut, dann gehen wir hier wieder in den nächsten Zeitraffer rein. Gucken, wann hier der nächste Doppelangriff kommt. Mal sehen, ob vielleicht König Ludwig und Saladin den Wolf brechen können. Bis dahin würde ich erstmal sagen, viel Spaß! Da sind wir wieder am Start zurück. Der Saladin hat gerade hier im Zeitraffer noch angegriffen, somit seine komplette Armee quasi in den Tod geschickt, weil die hat ja quasi nicht sehr viel Schaden beim Wolf gemacht. Aber Wolf kommt jetzt hier raus mit vielleicht auch gleich dem Inquisitor wieder. Also Inquisitor ist hier eine Kriegsmaschinerie. Das ist auch geiles Wort, wie ich das gerade ausgesprochen habe, aber okay. Ja, Wolf könnte jetzt den Saladin hier wieder weich klopfen und dann der Inquisitor mit seinem Belagerungsturm, ich weiß nicht wann er kommt, dann den Todesstoß quasi setzen. Oder, ja, die knabbern hier auf jeden Fall schon ganz gut. Und, ach nee, das sind nur Raids hier, ich dachte gerade, Inqui kommt raus. Kriegt den Angriff natürlich hier ganz gut verteidigt vom Wolf. Inquisitor lässt noch auf sich warten. Genauso wie der König Ludwig. Aber ja, dem Saladin geht es mal wieder hier gar nicht gut. Und ich dachte eigentlich, dass hier Saladin mal ein wenig verschont bleibt. Aber nee, er war eigentlich die ganze Zeit stärker gewertet als der König Ludwig. Aber durch seinen... ja, etwas, ja, doofen Angriff hat er sich natürlich wieder an das Ende der Nahrungskette quasi gestellt. Ja, Raids hier vom Wolf sind natürlich auch ein wenig präsent, nicht so präsent wie in dem letzten Kampf, aber dennoch präsent, deswegen denke ich, dass er auf jeden Fall, wenn der Wolf angreift oder wenn hier einer der beiden angegriffen wird, dass der Wolf einfach mit seinen Raids hier hinten wieder ordentlich Heck mitmachen kann. Da hinten stehen Horse Archer, okay. Warum auch immer die da hinten stehen, aber sollen sie dort hinten stehen? Ich denke, jetzt kommt bald der Inquisitor wieder raus und er geht, ja, auf Saladin, weil, ja, er wird hier komplett als schwächste Person gewertet oder als schlechteste KI gewertet, so rum, klingt das natürlich besser. Und der König Ludwig hat hier zwar das bessere Tankpotenzial, aber er wird einfach nicht angegriffen. Die beiden gehen hier immer nur auf den armen Saladin und Saladin schleppt sich hier von Angriff zu Angriff und ja, macht hier oder kann hier wenig machen mit seinen arabischen Truppen, obwohl die auch schon besser geworden sind, na, so ist es nicht, aber ich meine, gegen diese Übermacht von europäischen Truppen haben, glaube ich, die zumindest, wenn er im Einzel angreift, quasi, also wenn, ne, kein Doppelangriff gefahren wird, dann auf jeden Fall schlechtere Chancen, als wenn sie ja ihre Kraft bündeln und ja, also nee, dieses Angriffsverhalten vom König Ludwig, das verstehe ich auch nicht. Er schickt seinen ganzen Baumeister in den kompletten Tod, also wirklich komplett sinnlos. Hier beide Belagerungstürme am Start und ja, hier Angriffstruppen vom Saladin sind natürlich noch ein wenig vorhanden, aber ich denke, die werden nicht ausreichen. Ja, hier kommen die ganzen Schwertis vor. Feuer ist natürlich am Start, da brennen noch ein paar weg.
Eieiei, es kommen ein paar hoch. Wo steht er denn? Ich hab's gar nicht gesehen. Kann ich gleich mal nachschauen. Jetzt gucken wir aber erstmal hier, was der König Ludwig macht. Ja, der macht natürlich eigentlich gar nichts bei der Burg, weil er einfach keine Belagerungsgeräte hat. Wenn er hier wenigstens zwei Triburger aufgebaut bekommt, kann er vielleicht den Turm hier ein bisschen beschießen oder so, aber so wird es natürlich nichts. Saladin, ach, steht ganz hinten in der Ecke. Wie so ein kleines Kind. Mit dem Gesicht zur Wand. In einer schönen 90-Grad-Ecke. Ne? So wie damals im Kindergarten. Wenn man sich da immer schön in die Ecke stellen musste, weil man nicht, brav war. Ne? Gut. Dann würde ich jetzt einfach hier mal zu dem nächsten Angriff von wen auch immer mal hinspringen. Und ja, deswegen ein Cut. So, da sind wir beim Angriff vom Wolfie wieder. Der rückt jetzt hier aus mit 609 Truppen, hat er zumindest, also mit den Verteidigern natürlich eingerechnet. Hier die Raids, die werden hier schön abgeschossen von den, ja, von den Verteidigern von dem König Ludwig, weil die Bogenschützen hätten, glaube ich, gegen die Ritter jetzt nicht so viel machen können wie die Armbrustschützen. Und die Armbrustschützen, ja, na, die sind natürlich dann auch auf jeden Fall besser, weil die mit positiven Angstfaktor versehen sind und ja, können natürlich da ordentlich reinschallern. Wolfie hier mit, ja, schon ganz gut ordentlich Truppen am Start. Hier das eine Schild, das hat keinen Bock, das rennt jetzt in die Kneipe zurück und besäuft sich. Also zumindest der Baumeister, ne? Weil das Schild kann ja nichts trinken, das ist ja ein Gegenstand, was er rumträgt. So, dann der Inquisitor kommt, denke ich, auch bald wieder raus. Eieiei. Und könnte natürlich dem Saladin wieder gefährlich werden. Er verliert hier schon beim Angriff vom dem guten Wolf ordentlich Truppen. Durch die Pestwolken hier schickt er seine Truppen. Naja, gut, wenn er meint, das ist gut für die Truppen, dann soll er das so machen. Vielleicht riechen sie dann ein bisschen besser oder so. Wer weiß, was er sich dabei denkt. Ja, Katapulte schießen hier noch drauf. Das sind, glaube ich, Störkatapulte. Oder? Ja, ich glaube, das sind hier Störkatapulte. Angriff sollte nämlich jetzt vorbei sein. Ja, genau. Angriff ist vorbei. Störkatapulte schießen weiter drauf. Und der Saladin steht weiter unter Druck. Ich gehe jetzt mal nicht in den nächsten Cut, denn der Inqui sollte jetzt bald wieder rauskommen. Und Saladin, ja, ne? Hat zwar sich ganz gut wieder erholt, zumindest von seinen Truppen her, aber ja, ich weiß auch nicht. Also er muss halt einfach mal stärker gewertet werden als der König Ludwig, damit die beiden hier einfach mal auf ihn gehen. Weil er kann natürlich die Angriffe besser wegstecken mit seinen, mit seiner Hauptarmee. Und da kommt, wie gerufen, der Inqui raus. Mit seinen zwei Belagerungstürmen. Oder wie viel baut er? Na, doch, sind zwei. Ja, sind zwei auf jeden Fall. Hier rennen noch ein paar Baumeister zurück. Und ja, hier ist offen. Hier ist offen. Nee. Oh, es leckt. Oh, es leckt. Es leckt. Ich gehe mal runter von der Geschwindigkeit, damit mir mein Spiel hier nicht abschmiert. Eieiei. Das leckt ja. Shit. Oh, Mann. Hä, warum laufen die dahinter? Was machen die denn? Oh, nee. Diese Situation scheint wirklich bedenklich. Eine Planänderung könnte vonnöten sein. Oha, der Turm ist weg. Somit auch der Feuerwerfer. Oha, er verliert seine ganzen Angriffstruppen. Hier oben stehen noch zwei Feuerwerfer. Die werfen jetzt rein. Er steht ganz hinten in der Ecke. Och, du Shit. Ein paar kommen hoch, schlitzen zwar ein paar weg, aber er überlebt ganz knapp hier. Feuer rettet ihn mal wieder das Leben. So wie
bei vielen KIs, wo Feuer einfach das Leben rettet. Naja, hier hinten sind noch ein paar Schwertis, aber die sind jetzt nicht mehr allzu relevant. König Ludwig jetzt hier am besten gewertet. Wolf, weiß ich nicht, wann der wieder rauskommt. Der braucht, glaube ich, um die 600 bis 700 Truppen. Den letzten Angriff hat er ja mit 609 gefahren. Denke ich jetzt mal so auf 680, 90 oder so. Also braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich denke hier, König Ludwig sollte bald rauskommen. Und die Burg, schaut euch die Burg vom Saladin an. Das tut mir einfach schon ein wenig sehr leid, wie er hier einfach zerbombt wird. Und der ganze Zeit unter Druck steht und einfach nichts dagegen tun kann, so richtig. Ich meine, Feuer ist natürlich stark in dem Spiel, ne? Aber wenn hier einmal der Turm mit dem Feuerwerfer, hier stand ja glaube ich auch einer drauf, der ist schon weg und wenn der hier vielleicht irgendwann mal noch weg ist, dann ja, sieht es auf jeden Fall noch schlechter aus bei ihm. Raid Ritter Komfort schlitzen hier immer noch ein paar Truppen weg. Saladin 154 Truppen, also egal, glaube ich, wer jetzt hier angreift, Wolf oder Inquisitor. Er wird den Saladin, denke ich, wegmachen können. Zumindest, wenn sie hier gut reinkommen. Also die Stelle hier, wenn da einmal die Triebhocke drauf bolzen von Inquisitor oder Wolf, dann ist Ende Gelände. Ja, weil der Weg hier ist halt einfach, ja, es war eigentlich eine gute Feuerstrecke, Feuerstraße hier. Wenn der denn mal irgendwann mal neu gesetzt wird, jetzt wird er neu gesetzt, ganz schön spät oder ganz schön lang hat es gedauert. Und ja, gut, der König Ludwig kommt jetzt hier raus. Der Wolf hat seine ganze Armee zu Hause, deswegen denke ich jetzt mal nicht, dass das ja groß was bringt, da anzugreifen. Aber gut, die ganzen Schwertis brauchen ja ein wenig lang, um da einfach mal zu der Burg vorzudringen. Jetzt rücken sie mal langsam vor. Aber die Schwertis sind ja natürlich nicht so feuerresistent wie Pikeniere. Aber naja, gut. So, wo gehen sie hin? Hier ist ja nochmal Feuer und hier ist nochmal Feuer. Ja, die Burg ist aber auch ein wenig sehr sehr tanky gebaut, ne? Aber Wolf ist ja auch eine kleine Tanksau. So. Pechkipper schüttet aus. Sehr schön. Gemacht hat er das auf jeden Fall. Oh, hier, die Schwertkämpfer könnten hier. Gut, das Torhaus geht hier flöten, okay. Aber ja, das sind hier einfach zu wenig Schwertkämpfer. Wenn es hier mehr Schwertkämpfer wäre und wenn vielleicht Saladin jetzt direkt hinterher stechen würde, dann könnte es vielleicht was werden. Aber Wolf hat ja immer noch seine Hauptarmee zu Hause und deswegen, ja, die Wölfe rennen hier vor. Ja, hier an der Seite war jetzt offen. Er schickt nicht mal seine ganze Armee raus. Was war denn das? Für ein... war ja überhaupt eine angreifende Truppe? Ich hab's gar nicht gesehen. Aber ihr habt es bestimmt gesehen, ne? Deswegen, ach, ich will ja die ganze Zeit höher gehen, aber es geht ja gar nicht höher. Na gut. Ja, gut, dann gucken wir hier mal kurz rein. Inquisitor, denke ich, kommt bald wieder raus. Diesmal könnte es sogar sein, dass er auf den König Ludwig geht. Denn er hat gerade mal 170 Truppen am Start. Bildet zwar schon wieder aus, aber er ist... er ist schlechter gewertet als der Saladin. Zumindest noch. Wenn er den jetzt wieder überholt, dann ist er stärker gewertet wieder. Na, ich bin mal gespannt. 200. Komm, bitte. Mach nicht so viel. Sein Inquisitor, warte noch ein Stück. Oder warte nicht noch ein Stück. Ach, ich wieder widerspreche mich ja selber. Mensch. So, 1100.
Und jetzt weiß ich bloß nicht, geht es nach Truppen oder nach mächtigster Fürst? Ah, das wäre jetzt mal noch gut zu wissen. Na, ich glaube, es geht nach mächtigster Fürst. Und wenn das so ist... Oder wir werden es ja gleich sehen. Wir werden es ja gleich sehen, worauf Inquisitor geht. Und er geht auf Saladin. Also es geht nach mächtigster Fürst. Somit ist der Saladin mal wieder das Mobbing-Opfer von den beiden. Denn Wolf sollte jetzt auch bald wieder rauskommen. Na gut, er braucht, denke ich, auch noch ein Stück. Saladin hat gerade mal knapp 400 Truppen oder ein bisschen weniger als 400 Truppen. Wenn jetzt der Wolf hinterher kommt, dann ist wirklich Ende. Also, dann hat hier wieder König Ludwig volle Arbeit geleistet und seinen Teammate quasi schön ins Messer laufen lassen. Aber naja, gut. So ist es nun mal. So. Die ganzen Schwertis rücken jetzt vor. Die Türme haben irgendwie gerade nicht so viel Lust vorzurücken. Gut, die haben an sich... Was ist denn hier mit dem Haus passiert? Hä? Häuslein? Okay, das Haus ist hier ein wenig kurios. Da gibt es wahrscheinlich gerade einen kleinen Grafikbug hier. Das sieht irgendwie richtig lustig aus. Eieiei. Naja gut, aber soll uns nicht stören. Belagerungsturm, kann der nicht hier anlegen oder kommt er hier nicht durch? Jetzt kommt er, denke ich, oder? Kommt er jetzt vor? Belagerungsturm, hallo. Oder der hat nicht so viele Baumeister dafür, damit er die nicht besetzen konnte quasi. Wolf kommt jetzt, glaube ich, gleich. Diese Situation scheint wirklich bedenklich. Oh, hier hinten ist offen. Eine Planänderung könnte vonnöten sein. Und hier an der Seite ist offen. Feuerwerfer sind hier natürlich wieder am Start. Retten, glaube ich, den Saladin das Leben vor dem Inquisitor. Und jetzt kommt der Wolf. Und er macht jetzt den Strick draus. Oder dreht jetzt den Strick draus für den Saladin. Was mir natürlich ein wenig leid tut. Aber naja, so gut. So ist es nun mal, dass hier irgendwann einer einknickt und mal wieder... Diese Situation scheint wirklich bedenklich. Eine Planänderung könnte vonnöten sein. Mal wieder ist es leider der Saladin, der hier das Zeitliche segnen muss. Ja, die Pikiniere kommen vor, tanken das ganze Feuer weg und... Ihr seid mächtig in der Schlacht, doch seid ihr auch gerecht. Ich ergebe mich eurer Gnade. Das war's vom Saladin. Der Meister hat den Wunsch, die Herrschaft über eure Länder zu übernehmen. Macht euch bereit. Okay. Gut, dann würde ich jetzt hier einfach mal zum nächsten Angriff springen, denn Inquisitor und Wolf, ja, die machen natürlich jetzt den König Ludwig, glaube ich, lang. Zumindest noch nicht bei dem nächsten Angriff, glaube ich, oder denke ich, sondern erst, wenn die Angriffsarmee von ihm weg ist, weil er hat ja jetzt schon wieder 400 Truppen, deswegen springen wir jetzt mit Hilfe eines Cuts zum nächsten Angriff. So, das sind wir wieder am Stissel. Und der Wolfi rückt wieder aus und kriegt die Burg hier schon ganz gut zerschossen. Vor allem die Türme hier, wo die meisten Armbrustschützen draufstehen. Und der Inquisitor lässt auf sich, glaube ich, auch nicht mehr so lange warten. Gut, der König Ludwig hat hier ein bisschen weniger als 500 Truppen. Als der Wolf hier angegriffen hatte, hatte er noch über 500 Truppen. Deswegen, da weiß ich jetzt nicht, ob das schon so gefährlich wird. Denn die Angriffsarmee vom König Ludwig ist natürlich ein richtiges Tankfass für sich selbst, ne? Quasi, also steht für sich selbst. Und deswegen, ja, man hat es, denke ich, gesehen. Der Angriff vom Wolf ist wegen der Angriffsarmee vom König Ludwig hier einfach
quasi ins Leere gelaufen. Jetzt kommt hier im Nachhinein noch der Inqui vor mit über 1000 Truppen. König Ludwig noch mit 410. Das meiste sind wahrscheinlich jetzt Angriffstruppen, die da wahrscheinlich jetzt ein bisschen drauf gehen werden. Ja, hier die Mönche, die machen natürlich nicht allzu viel Schaden. Aber wenn sich mal Inqui knubbeln sollte, aber ich glaube, das macht er jetzt nicht ganz so. Gucken, König Ludwig hat hier ordentlich Truppen eingebüßt. Und er kommt sogar durch. Er kommt durch. Oha. Oha. Also doch nicht mit dem nächsten Angriff, sondern jetzt schon. Vom König Ludwig. Ich knie nun vor euch. Bitte verschont aber mein Volk. Eine Nachricht vom Inquisitor. Schade. Schade. Ich hätte es mir gerne nochmal angehört. Diese Nachricht vom Inquisitor. Aber gut, ja. Dann steht's jetzt 2-0. Leider, weil einfach Saladin ja einfach fast nichts machen konnte. Er wurde ja jedes Mal so hart gefokust, dass die einfach mehr oder weniger keine Chance hatten. Und es gab zwar ein paar Stellen, vor allem auch im ersten Spiel, wegen der Burg vom Wolf, da hätte es wahrscheinlich besser geklappt als jetzt, aber ja, genau. Wolf und König Ludwig liegen hier einfach gerade mal 3000 Gold auseinander. Also quasi gar nichts. Inquisitor und Saladin 40, ja, 40.000 Gold. Ich weiß übrigens jetzt, dass er 132 Bevölkerung braucht, der König Ludwig, weil er sonst einfach nicht rund läuft. 248 Gebäude hat Wolf wieder zerstört. Wieder eine ultra heftige Masse. Mehr auf jeden Fall als im ersten Match. Inquisitor mit 6000 Truppen. Wolf und Saladin gar nicht mal so weit entfernt voneinander. Und König Ludwig, ja, der hat natürlich durch sein niedriges Rekrutierungsintervall ein wenig weniger Truppen hier, aber ich denke, das macht's die Qualität dann wieder weg. Wett heißt es, Wett. Ja, gut, dann würde ich sagen, ein eindeutiger Sieg für Inquisitor und Wolf haben hier einfach Stärke bewiesen und gezeigt, dass KIs mit negativen Angstfaktor wahrscheinlich dann ja einfach mehr Druck aufs Spielfeld bringen können, um den feindlichen KIs dann quasi nichts zu gönnen, wenn man es so sagen möchte. Und ja, an sich trotzdem ein sehr interessanter KI-Kampf, finde ich. Ihr schreibt mir mal bitte, oh, jetzt bin ich ja aufs Mausrad gekommen, das war natürlich nicht so schlau. Ihr schreibt mir mal gerne oder bitte in die Kommentare, wie ihr die Burg findet. Ach Mensch, heute ist mal wieder Deutsch schwierig. Und dann würde ich einfach mal sagen, dass ich dann die neuen Burgen, vor allem von Kiara erstmal und vom Nordian, so bauen werde wie die vom König Ludwig, jetzt Burg 2. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst sehr gerne eine Bewertung da. Schaut euch auch sehr gerne die anderen Videos an. Schaut euch auch bei allen anderen Leuten, die ich unten in die Videobeschreibung verlinke, da auch die Sachen an, wenn ihr das denn möchtet und auch die Zeit findet. Na, das ist ja dann alles ein wenig zeitintensiv. Und dann würde ich sagen, bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch einen schönen Vize-Freitag. Bis dahin, tschüssi.